Hallo liebe Zuschauer, liebe Parteimitglieder der CDU und Freunde sowie Unentschlossene. Ich präsentiere interessante Ausschnitte vom großen Besuch der Ministerpräsidentin aus dem Saarland, Annegret Kramp-Karrenbauer. Am Samstag, den 27. Februar 2016, kam sie auf Einladung vom Landtagsabgeordneten Markus Klein nach Steinwenden in die Sporthalle. Viele Bürgerinnen und Bürger waren gekommen und die Halle war bis auf den letzten Platz belegt. Den Anfang übernahm Ralf Guggenbiel, der Beigeordnete der Ortsgemeinde Steinwenden, und begrüßte alle anwesenden Politiker von der CDU, unter anderem Michael Gassiorek, Ralf Hechler, Markus Klein, Patrick Berberich, Ursula Dirk und Jan Schneider. Und am 13. März, da geht es nicht um Berlin, Brüssel, es geht auch nicht darum, Angela Merkel zu stärken oder sie zu schwächen. Am 13. März geht es um Rheinland-Pfalz. Und es geht darum, dass unser Bundesland inzwischen 40 Milliarden Euro Schulden hat. Das ist deutlich mehr als der Schnitt aller anderen Bundesländer. Und alleine ein Drittel der Verschuldung des Landes Rheinland-Pfalz sind sogar erst in den letzten 10 Jahren entstanden. In der Zeit des Nürburgrings, des Flughafen Kahns, von Zweibrücken, dem Schlosshotel und allen anderen Punkten, die wir kennen. Sagen Sie es draußen, sagen Sie es weiter, das ist die Situation in Rheinland-Pfalz. Von 10 Städten in Deutschland mit der höchsten Verschuldung liegen 4 in Rheinland-Pfalz. Und ganz oben dabei, an der Spitze, manchmal sogar Tabellenführer, ist Kaiserslautern. Dann fragt man sich doch unweigerlich, wo ist das ganze Geld eigentlich hingekommen? Was haben andere Bundesländer besser gemacht als wir? Das Geld ist zumindest nicht in das Straßennetz in Rheinland-Pfalz geflossen. Denn wir haben in Rheinland-Pfalz marode, sanierungsbedürftige Straßen. Der Landesrechnungshof hat der Landesregierung, nicht die CDU, der Landesrechnungshof hat der Landesregierung ins Stammbuch geschrieben, dass jede dritte Brücke in Rheinland-Pfalz sanierungsbedürftig ist. Wir haben in Rheinland-Pfalz, und so langsam gibt es ja auch die Landesregierung zu, oder das scheint ja auch zu gehen, die wenigsten verfügbaren Polizeikräfte aller Flächenländer. Die Polizisten in diesem Bundesland, Polizistinnen und Polizisten, schieben 1,7 Millionen Überstunden vor sich her. Das ist dramatisch. Erstens für die Sicherheit in unserem Land, aber zweitens auch für die Belastung der Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Es ist eigentlich eine Frechheit, über Jahre zu behaupten, wir haben genug und dann parallel so viele Überstunden aufzubauen, auf dem Rücken der Beschäftigten. Genauso ist es beim Unterrichtsausfall. Allein im Kreis Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern, fallen pro Woche geplant 500 Unterrichtsstunden an den Schulen, von der Grundschule bis zur berufsbildenden Schule aus. Jede Woche. Und das sind die Stunden, die planmäßig ausfallen, wo also von Anfang an feststeht, sie können nicht gehalten werden, weil die Lehrerinnen und Lehrer nicht da sind. Mit Annegret Kramp-Karrenbauer und der CDU-Regierung im Saarland sind nicht alle Probleme gelöst worden. Aber das Saarland ist wieder auf einer guten Spur. Und da wollen wir mit Rheinland-Pfalz auch hin. Und darum geht es am 13. März. Wir setzen uns ein für intakte Straßen, für leistungsfähiges Internet- und Breitbandinfrastruktur auch in den dörflichen und ländlichen Bereichen des Landes Rheinland-Pfalz. Das ist die Zukunftsinfrastruktur, die wir brauchen, um unsere Kommunen fit zu machen für die Zukunft, um sie lebenswert zu erhalten für die Menschen in unserem Land. Natürlich dominiert ein Thema die öffentliche Debatte in Deutschland. Ich will es hier auch ansprechen. Die Flüchtlingssituation stellt Deutschland vor eine große Herausforderung. Aber sagen Sie klar, sagen Sie an den Ständen und sagen Sie in den persönlichen Gesprächen, das Ziel der CDU ist es, den Zuzug deutlich zu reduzieren.
Nichts anderes ist unser Ziel. Und jeder, der behauptet, das Ziel von Angela Merkel wäre, dass täglich ungebremst Menschen in unser Land kommen, redet dummes Zeug. Unser Ziel ist von Anfang an, den Zuzug zu reduzieren. Wir wollen die Migration besser ordnen und abgelehnte Asylbewerber auch schneller nach Hause zurückführen. Das gehört auch dazu und das ist etwas, was in Rheinland-Pfalz beispielsweise in den letzten Jahren auch nicht so stattgefunden hat, wie es stattfinden sollte. Daran arbeitet die Kanzlerin hart und wir stehen an ihrer Seite. Und wenn ich sage, wir stehen an der Seite der Kanzlerin, dann kommt gerade richtig rein die Ministerpräsidentin des Saarlandes. Nach den Einleitungsworten vom Landtagsabgeordneten Markus Klein war es dann soweit. Die Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde in der sehr gut gefüllten Sporthalle herzlich von allen Anwesenden begrüßt. Das Rednerpult stand bereit und schon legte die seit 2011 amtierende Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer los. Und natürlich wünschen wir uns im Saarland, dass wir das schaffen, am 13. März, was lange Jahre ein Qualitätszeichen für den Südwesten war. Dass nämlich der Südwesten schwarz regiert war. Dass es dort CDU-Ministerpräsidenten gegeben hat, die die Dinge in der Hand hatten. Und diese Chance haben wir in zwei Wochen. Mit den Landtagswahlen in Baden-Württemberg, mit den Landtagswahlen hier in Rheinland-Pfalz. Und das wäre auch eine gute Vorlage für uns im Saarland, denn wir werden fast exakt in einem Jahr in die Landtagswahl gehen. Und wir wünschen uns natürlich, dass die CDU dann weiter das Ruder in der Hand hat. Und deswegen wäre es so wichtig, dass wir die drei Bundesländer zusammen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland, noch einmal deutlich machen, dass wir als christdemokratisch regierte Länder für die Zukunft stehen, für die Gestaltung der Zukunft und dass wir das in die Hand nehmen und das leisten, was dafür notwendig ist. Wir erleben im Moment, und man braucht jeden Abend nur die Nachrichten und die Tagesschau zu schauen, was rund um Europa los ist. Wir sehen die Bilder in Syrien, wir sehen die Bilder in anderen Gegenden der Welt und wir bekommen ein Gefühl dafür, dass wir in all den Jahren zusammengewachsen sind in dieser Welt. Davon haben wir bisher in Deutschland vor allen Dingen positiv gelebt, etwa mit Blick auf unsere Wirtschaft. Und jetzt spüren wir die Schattenseite. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Ziel um? Und dieses Ziel, das will ich aber noch einmal deutlich sagen, ist in der deutschen Politik und ist insbesondere zwischen CDU und CSU überhaupt nicht umstritten. Dass wir nämlich die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, verringern wollen. Und zwar schnell, und zwar spürbar und vor allen Dingen auf Dauer verringern wollen. Das ist die größte Herausforderung, die wir haben. Denn wir erleben jetzt, wo wir auch Maßnahmen wie den NATO-Einsatz im Mittelmeer oder die Beschränkungen auf der Balkanroute, wo wir dort die Wege eng machen, und zwar nicht nur für die Menschen, die ihr Heil bei uns suchen, sondern vor allen Dingen die Wege eng machen, und auch das muss man ganz offen dazu sagen, für diejenigen, die mittlerweile genauso gut organisiert wie in jedem Drogenhandel mit Menschen handeln, die Menschen auf die Flucht treiben, die sie verschleppen und die damit ein Heidengeld verdienen. Dadurch, dass wir dort die Wege eng machen, stellen wir jetzt fest, bilden sich schon wieder andere Wege. Und das führt uns vor Augen, dass es keinen Sinn macht, an der einen oder anderen Stelle ein Loch zu stopfen, sondern dass wir ein System brauchen, das Europa als Ganzes auch von außen schützt. Was alles nicht funktioniert. Nicht funktioniert in Europa und nicht funktioniert in Deutschland. Und wir müssen genauso wie bei der Wirtschafts- und Finanzkrise den Mut haben zu sagen, das, was nicht funktioniert, muss geändert werden. Und wenn wir jetzt feststellen, dass es Staaten und Teile in Europa gibt, die zwar sehr gerne bereit sind und die sehr gedrängt haben, nach Europa zu kommen und die sehr gerne bereit sind, aus den Fördertöpfen alles abzuschöpfen, was es irgendwie abzuschöpfen gilt, aber dann, wenn es darum geht, die Lasten zu tragen, sich vornehm zurückhalten,
dann kann ich nur sagen, dann müssen wir die nächsten Programme anders aufstellen. Und dann muss Geld. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben auch Grund genug, Dinge festzustellen, die bei uns nicht gut gelaufen sind und nicht gut laufen und die wir verändern müssen. Und zwar auf allen Ebenen, auf der Bundesebene, auf der Ebene der Länder. Und wir müssen da sehr selbstkritisch hinschauen. Und ich weiß, dass vieles von dem, was jetzt aufgefallen ist, da wird immer gesagt, ja, das ist alles wegen der Flüchtlinge. Jetzt will ich mal etwas sagen. Die Tatsache, dass einer der Attentäter von Paris mit 3 Nationalitäten, 7 Identitäten jahrelang sich frei in Deutschland und in Europa bewegen konnte, hat zuerst einmal gar nichts damit zu tun, dass im letzten halben Jahr Flüchtlinge auf Schirme gekommen sind. Sondern es ist ein Beweis dafür, dass wir in Europa und dass wir in Deutschland kein funktionierendes System der Erfassung und der Weitergabe von Daten haben. Und wenn das so ist, dann muss das geändert werden in Europa und bei uns selbst, meine Sehr geehrten Damen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie sich die Bundesländer anschauen, dann stellen Sie fest, dass es Unterschiede gibt. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn wir im vergangenen Jahr, als die Flüchtlingswelle begonnen hat, eine Umfrage unter den Deutschen gemacht hätten, welches Bundesland als erstes in die Knie geht und welches Bundesland das auf keinen Fall schaffen kann. Ich bin mir ganz sicher, das Saarland wäre ziemlich weit oben auf der Liste gewesen. Kleines Bundesland, armes Bundesland, wie soll das gehen? Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich sage das nicht überheblich, sondern mit einem gewissen Selbstbewusstsein und auch mit Stolz. Wir können heute im Saarland sagen, wir sind der festen Überzeugung, so gut, wie wir das im Saarland gehandelt haben, hat das kaum ein anderes Bundesland hingekriegt. Bis zum heutigen Tag ist im Saarland keine einzige Turnhalle, kein einziges Dorfgemeinschaftshaus, keine einzige Schule belegt, sondern das läuft alles geordnet. Die Kinder haben Schulpflicht vom ersten Tag an, wir haben ein großes ehrenamtliches Netzwerk und das funktioniert alles relativ ruhig und reibungslos. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das funktioniert auch deshalb ruhig und reibungslos, weil wir als Christdemokraten den Innenminister stellen. Und er ist jetzt auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz, so wie es sein rheinland-pfälzischer Kollege vorher war. Aber Klaus Bouillon ist jemand, der sich nicht alle Nasen lang in die Medien stellt und erstmal lamentiert, was der Bund jetzt alles machen muss, sondern das ist jemand, der im Sommer seinen Sommerurlaub abgesagt hat und 4 Wochen in die Aufnahmestelle gezogen ist, in einen Container, weil er gesagt hat, ich muss mir das vor Ort anschauen, ich muss vor Ort sein. Und wenn man 2000 Betten ordern muss, dann muss das der Minister sofort unterschreiben. Und dann kann man nicht 3 Wochen durch die gesamte Landesverwaltung gehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist es, was den Unterschied ausmacht. Und das würde ich mir von dem einen oder anderen sozialdemokratischen Kollegen auch einmal wünschen. Weniger jammern, aber mehr Ärmel hochkrempeln und anpacken. Das führt unser Land gut zu Gesicht. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, daran sieht man einen ganz wichtigen Unterschied zwischen der CDU und der SPD. Für uns gilt und galt und muss auch in Zukunft gelten, zuerst das Land, dann die Partei und dann die Person. Und die SPD hat gestern im Bundesrat bewiesen, um jeden Millimeter weiten Vorteil im Wahlkampf gilt für sie zuerst die Partei und dann das Land. Und das kann Rheinland-Pfalz nicht länger gebrauchen, wenn es hier wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eins will ich allerdings klar sagen. Eine Asylbewerberunterkünfte anzustecken und die Feuerwehr beim Löschen zu hindern, einen Bus mit Flüchtlingen anzugreifen und Kinder zum Weinen zu bringen. Wer das macht, der hat mit den Werten, wofür wir, insbesondere als Christdemokratinnen und Christdemokraten stehen, nichts, aber auch gar nichts zu tun. Auch das müssen wir an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Und diese Frage der
der Rede. Das ist natürlich eine Frage, die sich an diejenigen richtet, die jetzt zu uns kommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist es auch eine Frage, die sich an uns stellt. Denn wir müssen für uns auch einmal klären, was ist uns denn wichtig und wofür stehen wir denn und welche Regeln wollen wir nicht aufs Spiel setzen. Und da will ich Ihnen etwas sagen. Wenn ich jetzt höre, aus Kindertagesstätten oder auch schon häufiger, wenn eine Erzieherin aus Saarbrücken bei mir anruft und sich beschwert, dass in ihrer Kindertagesstätte der Martinsumzug nicht mehr Martinsumzug heißen darf, sondern ein Lampionumzug wird, dass ihr verboten worden ist, in der Weihnachtszeit mit den Kindern Weihnachtslieder einzuüben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann ist das nicht passiert, weil es muslimische Familien gab, die sich darüber beschwert haben. Dann ist das deshalb passiert, weil es unter uns selbst welche gibt, die in einem vorauseilenden Gehorsam meinen, man müsse alles abschaffen, wofür wir stehen. Und deswegen kann ich nur sagen, etwas mehr Selbstbewusstsein und etwas mehr Bekenntnis zu dem, was uns wichtig ist. Und dann klappt das auch mit der Integration, denn wenn wir nicht stolz sind auf das, was uns ausmacht, wie wollen wir dann von anderen Menschen verlangen, dass sie darauf stolz sind und dass sie das akzeptieren, wofür wir stehen? Wenn Flüchtlinge als Christen geflüchtet sind vor Unterdrückung und Repression und dann in den Flüchtlingsunterkünften die gleiche Repression wieder erleben, auch da müssen wir sofort einschreiten und müssen sagen, das geht hier in Deutschland gar nicht. Da dürfen wir keinen Millimeter weit zurückweichen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Situation, dass wir heute ein Land sind, in dem Frauen, und gerade die jungen Frauen, ihr Leben so gestalten können, wie sie das wollen, ist etwas, worum uns Frauen in aller Welt beneiden und was leider in vielen Teilen der Welt alles andere als selbstverständlich ist. Und dafür haben viele Generationen von Frauen gekämpft. Und auch das dürfen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und deswegen, ja, wir haben auch im Saarland, auch in unserer Aufnahmeeinrichtung die Situation gehabt, dass Männer kamen und gesagt haben, sie können das Essen nicht annehmen, weil es von einer Frau angereicht wurde. Das ist in ganz Deutschland vorgekommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, darauf kann man zwei Antworten geben. Es gibt Bundesländer und Einrichtungen, die haben aufgrund dieser Beschwerde eigene Männerstangen eingerichtet. Und es gibt die saarländische Antwort. Die saarländische Antwort ist einfach. Wer das nicht will, kann weitergehen. Wenn der hungrig genug ist, wird er das Essen auch bestellen. Dass jemand, bevor er ein Daueraufenthaltsrecht in Deutschland bekommt, nachweisen muss, dass er sich wirklich um Integration auch bemüht hat. Und wenn er das nicht tut, dann kann er nicht auf Dauer hier bleiben. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen dieses Gesetz auch, damit unsere eigenen Leute Rückendeckung haben. Die, die in den Kitas arbeiten, die, die als Lehrerinnen und Lehrer arbeiten, sie müssen sich darauf verlassen können, dass wenn sie sagen, ja, es gibt keinen Unterschied beim Sportunterricht zwischen Jungs und Mädchen und ja, auch die Mädchen müssen aus dem Klassenausflug teilnehmen, sie müssen sich darauf verlassen können, dass sie dann die Rückendeckung auch der Schulbehörden haben und dass es nicht vielleicht irgendjemand im Kultusministerium gibt, der meint, so könnte das aber nicht gehen. Deswegen brauchen wir ein solches Gesetz, um unseren eigenen Leuten in den Einrichtungen den Rücken zu stärken. Und ich hoffe sehr, dass nach dem 13. März, nach der Regierungsbildung, ganz schnell eine Bundesratsinitiative der neuen CDU-geführten Regierung hier in Rheinland-Pfalz kommt, wo genau es um ein solches Gesetz geht. Das wäre dann endlich mal eine intelligente und gute Bundesratsinitiative auf Rheinland-Pfalz. Also wenn ich mir die Bildungspolitik anschaue und was da jetzt aus der pädagogischen Mottenkiste nochmal rausgegriffen worden ist, dass die rheinland-pfälzischen Kinder jetzt schreiben lernen sollen nach Gehör, da kann ich nur sagen, wer nach Gehör schreiben lernt, der lernt auf rechnen Pi mal Daumen und dass der keinen vernünftigen Haushalt aufstellen kann, das darf dann auch nicht.
dass man die eigenen Landeskinder daran erkennt, dass sie zum Beispiel beim PISA-Test besonders gut abschneiden und nicht daran kennt, dass es die Einzigen sind, die die Rechtschreibung nicht mehr beherrschen in Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist eine Versündigung an der Zukunft dieses Landes, an den Kindern dieses Landes und deswegen ist es höchste Zeit, dass dieser pädagogische Unfug gestoppt wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen macht gute Politik für Kindertagesstätten nicht alleine die Frage aus, wie viele Plätze habe ich, sondern es macht auch die Frage aus, was wird denn in diesen Kitas geboten und wie ist die Qualität in diesen Kitas. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Diese Qualität gibt es nicht zum Mülltarif. Diese Qualität kostet auch Geld. Ja, und ich weiß, und wir haben das im Saarland auch debattiert, jeder von uns, ich glaube, es gibt niemanden hier im Saarland, der sich nicht wünschen würde, dass wir ein System auch finanzieren könnten, das alle diese Leistungen und Dienste für junge Eltern kostenfrei zur Verfügung stellt. Wir haben das im Saarland auch einige Jahre ja durchgehalten, zumindest mit dem dritten Kindergartenjahr. Wir haben aber nachher gesagt, wir schaffen das nicht mehr auch mit Blick auf unseren Haushalt, diese Gebührenfreiheit zu gewährleisten und gleichzeitig in die Qualität in den Kindertagesstätten zu investieren. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn dann die CDU, wie ich finde, in einer sehr ehrlichen Art und Weise einen Vorschlag gemacht hat, einen ganz moderaten Beitrag für Eltern zu erheben und dafür aber auch garantieren kann, dass es eine massive Qualitätsverbesserung in den Kindertagesstätten gibt, dann muss ich sagen, ich kenne keine vernünftigen Eltern, die nicht sagen, 30 Euro sind es mir wert, dass mein Kind die bestmögliche Betreuung und die bestmögliche Bildung im Kindergarten erreicht. Und deswegen kann ich nur sagen, Chapeau, man braucht Mut, auch in einer Landtagswahl etwas so zu sagen, das vielleicht auf den ersten Blick unpopulär ist, was aber im zweiten Blick der richtige Schritt ist, um die Zukunft der Kinder bestmöglich zu gewährleisten. Und deswegen kann ich nur sagen, ich kann diese Haltung gut nachvollziehen und ich hoffe sehr, dass sich die Qualität auch in den rheinland-pfälzischen Kindergärten weiter nach oben entwickeln wird, denn das ist gut für die Kinder und das ist am Ende des Tages dann auch gut für Rheinland-Pfalz, meine sehr geehrten Damen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeiten, in denen Bürgerinnen einen Monat, zwei Monate, drei Monate vor dem Wahltermin schon genau gewusst haben, was sie wählen, die sind vorbei. Das gab es früher mal. Heute ist das nicht mehr so. Heute sagen uns alle Wahlforscher, die Leute entscheiden sich immer später. Zunehmend entscheiden sich die Menschen sogar erst in der Wahlkabine selbst. Und deswegen ist das jetzt nicht die Zeit, in der der Wahlkampf jetzt so langsam ausläuft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt ist die Zeit, in der der Wahlkampf so richtig beginnt. Jetzt sind die Leute mobilisiert. Jetzt sind sie aufmerksam. Was passiert denn? Und deswegen kommt es auf diese letzten 14 Tage an. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, da kommt es auf jeden Einzelnen von Ihnen an. Die Wahlkämpfer, die Kandidaten für den Landtag, Julia Klöckner als Spitzenkandidatin, selbst die Kanzlerin als Bundesvorsitzende, sie können ihren Teil dazu beitragen. Aber bei allem, was wir natürlich auch an neuen Medien haben, an neuen Kommunikationskanälen haben, Politik ist an der Stelle altmodisch. Und am überzeugendsten ist es, wenn man einen Menschen im direkten Gespräch überzeugen kann. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Rheinland-Pfalz und die CDU in Rheinland-Pfalz hat so lange daran gearbeitet, so lange darauf gewartet, endlich wieder Verantwortung nicht nur in so vielen Städten und Gemeinden und Kreisen tragen zu können, sondern endlich auch dort, wo es auch drauf ankommt, nämlich in Mainz, nämlich in der Landesregierung. Die Chance ist so greifbar wie nie zuvor. Und deswegen meine herzliche Bitte, jetzt noch einmal alles geben, noch einmal Vollgas geben, ran an diese letzten 14 Tage. Und dann bin ich mir ganz sicher, wir werden in Zukunft einen deutlichen schwarzen Block hier im Südwesten haben, wo wir sagen können, wir von der CDU, wir regieren hier, für uns gilt zuerst das Land, dann die Partei und dann denkt man an sich selbst. Und das ist genau die richtige Art und Weise, Politik zu machen. Herzlichen Dank.
Das waren die wichtigsten Ausschnitte vom CDU-Treffen mit Annegret Kramp-Karrenbauer, der Ministerpräsidentin aus dem Saarland. Weitere Filme und Veranstaltungen und Treffen von und mit der CDU werden folgen, unter anderem mit Julia Klöckner und Ursula von der Leyen.